Hallo, herzlich willkommen, liebe Smart-Freunde bei Wetzel Automobile. Eigentlich müsste ich jetzt hier stehen, so in blauer Leinhose, weißes, lockeres Leinhemd, Pina Colada in der Hand, weil hier steht ein ganz seltener Smart, der eigentlich irgendwo hingehört, wo die Sonne scheint. Also perfektes Auto für Mallorca, würde ich mal sagen. Ja? Hier steht ein Crossblade, Kreuzklinge, ja? Smart. Ganz besonderes Modell, wurde vorgestellt 2001 auf dem Genfer Autosalon. Da sind die durchgedreht alle. Und dann gab es eine Sonderauflage von 2000 Stück von diesen Autos. Ja, das ist hier Nummer 1219. Wer hatte Nummer 1? Robbie Williams. Yay. Der wurde dann versteigert irgendwann für wahnsinnig viel Geld. Also das Auto, Werbeslogan, keiner braucht ihn. Wie war der Werbeslogan? Man braucht ihn nicht, aber man muss ihn haben. Ja, so. Also macht sich in jeder schönen Garage irgendwie ganz nett, wenn die Sonne scheint, mal eben ein bisschen da rumfahren. Was ganz schön ist, der jetzige Eigentümer, der hat sich gesagt, er hat normalerweise eine kleine Scheibe. So, ja, und der hat gesagt, das pustet mir zu doll, wenn ich damit fahre. Hat er sich eine etwas größere Scheibe rangemacht. Es hat so ein, also einer dieser 2000 Eigner war ein Düsenjet-Pilot und der hat dann diese Scheibe entwickelt mit Zertifikat. Das ist alles hier drin, ja, also alles hier, ein Riesenordner mit Sachen hier. Sind noch schön Handschuhe, da sieht man mal, wie solche Autos behandelt werden. Das macht total Bock. Wir sind den gestern, ist der hierher gekommen, haben wir den mal gefahren. Ich habe hier, was steht hier noch? Warte mal. Also dieses Auto ist dritte Hand, hat nie Regen gesehen, hat lächerliche. Was schüttelst du den Kopf? Die Kamerafrau schüttelt den Kopf. Die sagt, es ist nicht mein Auto. Ich sage, ja gut, aber es gibt viele, die finden den toll. Ich finde den cool, sage ich dir ganz ehrlich. Also, der hat auf jeden Fall, sieht man, wenn man die Bilder von unten anschaut, der hat nie Regen gesehen. Das Ding ist, ich musste ihn auch in einem Trailer hierher holen. Also, wir haben ihn damals, als der jetzige Eigentümer den gekauft hat, der hat ihn gar nicht lange gehabt. Der hat gesagt, komm, ich gönne mir das mal den Spaß und hat ihn dann aber, ich musste ihn aber damals holen, als er ihn gekauft hat. Auch hat er auch bitte, kannst du mir den holen irgendwo aus Süddeutschland? Aber bitte im geschlossenen Trailer. Und das habe ich natürlich getan, obwohl, und das ist das Schräge, du kannst die Autos im Regen stehen lassen, ja? Das läuft alles ab. Das ist so, das ist Raumfahrttechnik, Sitze und so weiter. Und also kann man machen. Ich zeige euch gleich, wo das abläuft. So, pass auf, dann höhere Windschutzscheibe habe ich schon. Also viel mehr muss man gar nicht zu dem Auto erzählen. Ja? Es gibt 2000 Stück, die gab es mal. Jetzt vielleicht nur noch, keine Ahnung, wie viele. Aber das ist Spaß pur. Also, das ist wirklich Spaß pur. Das macht total Bock. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das Auto mal an. Ja? Also hier alles dabei, Ordner und so weiter. Hanno, komm mal her. Das ist heute mein Assistent hier. Das ist unser Praktikant. Hanno, das ist ein geiler Typ, sage ich euch, ehrlich. Der, immer wenn einer reinkommt, sagt er, hier, ich bin Hanno, ich bin der Praktikant. Spielt nie am Handy rum, das kenne ich gar nicht. Ja? Also normalerweise spielen Kinder in deinem Ort, würde ich mal sagen. Nein, du weißt schon. Alles gut. Hanno, sensationell. So, komm, wir gucken mal. Also, ich muss jetzt nicht sagen, dass er in einem Top-Zustand ist, ist er natürlich. Ja, der ist, läuft. Na, also, er hat runter, das wollte ich jetzt noch sagen, und das ist das Schöne. Ich glaube, Schlüssel haben wir irgendwo hier. Wo sehe ich das? 8.387 Kilometer runter. Ich bin gestern mit meiner Assistentin mal eine Runde gedreht hier im Wind bei Minusgraden. Das war herrlich. Also schöner ist es bei Sonne und Dings. Aber das ist cool. Hier mit Flügeltüren, guck mal hier, kannst du schön hier so, machst du auf, hast schöne Flügeltour. Sonny, du bist. Ich finde ihn cool, ehrlich. Das macht Bock. Das ist Spaß pur. Und das ist alles hier. Gut, innen gucken wir uns gleich an. Ich weiß gar nicht, wo der den Motor hat. Vorne oder hinten? Keine Ahnung, vorne glaube ich, ne? Also, und die waren auch nur, die wurden nur so ausgeliefert, nur in der Farbe. Wenn man eine andere Farbe sieht, ist es nachlackiert oder irgendwas. So sind meine Infos, ja, das wird mir so übertragen. Nur so wurde das ausgeliefert. Ich gucke jetzt hier nirgendwo rein, in irgendwelche. Ach doch, ich guck hier rein, warte. Guck mal. Ich
gucke hier rein, Sekunde. Weil, das ist nämlich auch ganz cool hier. Guck mal, das zum Beispiel, also hier ist noch die Bordmappe drin, ne? So. Und hier ist so ein Teil zum, das ziehst du hier rüber, zack, und einmal komplett übers Auto, wenn du möchtest, ja, wenn er mal länger steht, kann man das hier machen, so eine Folie. Und das sind so Überzieher für die Instrumente vorne, also einmal fürs Schaltgestänge, glaube ich, und für vorne dieses, oder Tacho und Dings, also auf jeden Fall sind die dabei, ganz wichtig. Und wo hat er mir denn das noch gezeigt mit dem Gestänge hier? Ach, hier. Nee, das ist nicht. Wo war das denn nochmal? Peter, du hast doch aufgepasst, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier. Hier guckst du. Da. Hier ist das Gestänge, guck mal. Dann hat man so ein Gestänge, macht diese Folie drüber. Dann ist das alles abgedeckt, wenn er mal länger endet. Aber jetzt gucken wir mal rein, Sonny. Mach so die Tür auf, damit du was siehst. So, guck mal, das ist das Coole. Das ist alles so Material, was wasserabweisend ist. Hier sind Abflussschlitze, das heißt, wenn er mal im Regen steht, fließt hier das Wasser ab. Und der hat auch Ablaufkanäle überall. Also man muss den nicht, wenn man mal in einen Regenschauer kommt, gar nicht schlimm. Auch das Abdecken muss man nicht machen, kann man aber mit diesen kleinen Hüllen machen. Das ist ja auch kein Abipaxieren, das Handschuhfach, und dann machst du es einfach. Also, warum verkaufe ich so ein Auto? Gute Frage. Zum einen, weil der Eigentümer ein unfassbar sympathischer Mensch ist, den ich sehr schätze, mit dem ich schon einige Geschäfte gemacht habe. Und der mich gebeten hat, ob ich das Auto für ihn verkaufen kann. Aber andererseits stelle ich ja hier nur Autos rein, die ich irgendwie mag und die besonders sind und die nicht an jeder Ecke rumstehen. Und das ist genau das Auto, ja. Weil ich habe sowas noch nie gesehen, sage ich ganz ehrlich. Ich wusste das nicht, dass es das gibt. Und die Kreuzklinge. Jetzt steht er hier. Wenn das was ist, kommen Sie vorbei, wird im Kundenauftrag verkauft. Und wenn Sie irgendwas Besonderes noch in der Garage haben, auch gerne mich anrufen. Wir sind immer bereit, die Autos zu verkaufen oder anzukaufen. Wir freuen uns, wir brauchen immer neue Autos. Und jetzt fahren wir dieses heiße Gefährt mal. Es regnet nicht, wäre ja auch egal, weil es läuft ja alles ab, aber ich will nicht nass werden. Ich habe mich extra warm angezogen, also nichts mit Leinhose und Hemd und Pina Colada. Okay, komm, wir drehen jetzt mal eine Runde. Smart fahren, auch mal was Schönes. So, geht los. Das Schöne ist, man kann sich am Dach den Kopf nicht stoßen. Hanno, da guckst du, ne? Hanno findet den geil. Das ist ein geiles Ding für den Sommer. Schön zum Strand damit. Ja, schön zum Strand, ja. Genau. So, wie geht das jetzt hier, oder? So, nicht auf jeden Fall. Hier blinkt irgendwas, warte. Schlüssel. Ach, Wegfahrsperre. Hier, pass auf. So, jetzt Wegfahrsperre. Fahren oder als Schalter, ne? Also insofern, oder zumindest so eine automatische Schaltung hat. Sehr geil. Düß mal los. Keine Scheibenwischer, ich kriege keine Schelte jetzt hier. Ich habe schon einen Käufer im Auge tatsächlich. Ich habe so einen Kunden, der vermietet Ferienhäuser an der Ostsee. Für den wäre das genau das richtige Auto. Ne? Also, in diesem Sinne,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das was ist, rufen Sie mich an. Auto steht hier, wird im Kundenauftrag verkauft. Und ja, schöne Grüße nach Gernförde, ne, würde ich sagen. Also, tschüss.